Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Baufohm 24 TV. Unser Pickup-Test geht quasi in die nächste Runde. Der Fiat Fullback hier bei uns im Test, den Kollegen hatten wir ja bereits schon im kompletten Fahrbericht, allerdings nur auf der Straße, nicht mit Anhänger und nicht im Offroad-Bereich. Und das wollen wir jetzt sehen, was der Kollege hier Offroad abseits befestigter Straßen drauf hat. Also jetzt unser Test, Fiat Fullback Offroad und mit Hänger. Viel Spaß beim Zuschauen. Der Fiat Fullback ist ja vom Prinzip auch ein klassischer Pickup, also der vertraut auf klassische Pickup-Tugenden. Vorne Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern, hinten die klassische Starrachse hier mit den Blattfedern. Da das natürlich noch nicht alles im Gelände ist, brauchen wir noch ein paar Zutaten. Das wäre dann der Allrad und da ist der Fullback, der im Prinzip baugleich mit dem Mitsubishi L200 ist, ein Permanent-Allradler, der aber trotzdem den Vorderradantrieb zuschaltbar hat, was durchaus Sinn machen kann im reinen Straßenbetrieb. So, und wenn du dann ins Gelände willst, klar, der erste Griff ist in die Mittelkonsole, Vierradantrieb und dann habe ich aber noch zwei weitere Optionen. Ich kann nämlich einmal das Mitteldifferential sperren, denn als Permanent-Allradler brauche ich ja immer ein Mitteldifferential. Nur wenn ich dann ins Gelände gehe und es wird ein bisschen heftiger, dann muss ich das Mitteldifferential sperren, ansonsten ist die Fahrt recht schnell zu Ende. Und dann habe ich hier eben auch noch die Möglichkeit der Untersetzung und des Sperrdifferentials auf der Hinterachse. Das zeige ich euch nachher alles nochmal, wie das bedient wird, wenn wir drin sitzen. Ja, aber wie gesagt, man sieht das jetzt hier auch sehr schön. Starrachse bietet eine gute Verschränkung und die maximale Verschränkung, da sind wir natürlich hier schon drüber, denn das Fahrzeug hängt hier mal schön in der Luft. Und ich habe es natürlich extra jetzt mal hier so ein bisschen so geparkt. Was fällt noch auf, was so in den Offroad-Bereich geht? Wir haben hier die Einstiegsstufen. Das ist eine zwiespältige Sache. Auf der einen Seite begrenzt das so ein bisschen die Bodenfreiheit. Gerade wenn du an Engstellen bist, dann kann das natürlich hier zuerst mal kratzen. Aber es kann auch ein zusätzlicher Schutz für die Flanken sein. Nur beim Einsteigen müsst ihr aufpassen, wenn ihr jetzt so ganz eloquent lässig hier einsteigt, dann habt ihr ruckzuck hier die Hose dreckig. Ich würde sowas aber als Option dazu nehmen. Was ich gut finde ist, der hat nicht nur hier diese Stoßstange, die aber aus Kunststoff ist und im Gelände wahrscheinlich relativ schnell geopfert werden würde, wenn ich es mal richtig gehen lasse. Nee, der hat auch noch eine richtige massive Stoßstange, dieses Rohr. Und die ist sogar bei den Basisvarianten die einzige Stoßstange. Die haben nämlich diesen Stoßfänger nicht. Damit sieht das Auto noch so ein bisschen rudimentärer aus. Jo, auf jeden Fall passt das im Gelände. Was bisher noch nicht so gut jetzt war, haben wir schon gesehen, ist die Anhängersteckdose. Die ist hier so im Prinzip doch sehr exponiert und leider eben auch unterhalb dieser Stoßstange. Und während natürlich die Aufnahme für den Kugelkopf hier massiv ist, da dürfte nichts anbrennen, ist das natürlich ein Halter aus Blech. Und da sind wir einmal irgendwo aufgeditscht ein bisschen und jetzt haben wir da so eine leichte Biegung drin. Das könnte man vielleicht noch mal optimieren. Ja, was auch im Gelände praktisch ist, würde ich echt empfehlen, ist die Rückfahrkamera. Leider geht die aber beim Schalten in den Vorwärtsgang sofort wieder aus. Das würde ich mir wünschen, dass da so eine Zeitverzögerung drin ist. Und natürlich ganz wichtig im Gelände, die richtige Bereifung. Und bei unserem letzten Fullback-Test hatten wir Straßenreifen drauf oder Winterreifen. Hier sind wir jetzt etwas standesgemäßer ausgerüstet, nämlich mit AT-Reifen BF Goodrich All-Terrain 245 65 17. Also ja, All-Terrain ist eben ein klassischer Mix zwischen Gelände und Straße. Kann man gut mit leben, aber ist natürlich auf der Straße auch im Grenzbereich, gerade bei Nässe, schon ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber der Grenzbereich auf Asphalt soll uns ja heute nicht interessieren. Wir sind jetzt hier im Gelände und jetzt lassen wir es ordentlich krachen. Also los! Bevor es losgeht, will ich euch kurz nochmal erläutern, was hier so im Offroad-Bereich an Funktionen zur Verfügung steht. Das Wichtigste dürfte wohl sein, dieser Schalter hier. Das ist kein iDrive, wie es vielleicht BMW-Fahrer kennen. Nein, das ist hier der Schalter für die Antriebsmodi. Ich bin jetzt hier in 2H, also wie schon gesagt, ich habe hier zwar ein Permanent-Allrad,
Aber ich habe die aus meiner Sicht ganz nette Funktion, dass ich eben sagen kann, ich möchte nur mit Hinterradantrieb unterwegs sein. Und die Vorderräder sollen freilaufen. Dann kann ich das hier machen und kann ungefähr einen halben Liter Sprit noch sparen, nach meiner Erfahrung. So, dann das nächste wäre auf 4H, also permanent Allrad, aber ohne Untersetzung. Und das Mitteldifferential ist nicht gesperrt. So, und wenn ich jetzt hier in die beiden Modi möchte, dann muss ich den drücken. Und dann bin ich hier auf 4 High, aber mit Center-Differential gesperrt. So, und dann gibt es noch die nächste Stufe. Das ist dann Vierradantrieb mit Untersetzung und Mitteldifferential ebenfalls gesperrt. Und wenn es dann auch noch nicht weitergeht, habe ich hier noch das Hinterachsdifferential, also RD, Rear Differential Lock, kann ich hier noch elektrisch betätigen, also wird elektrisch eingelegt, nicht mechanisch, klar. Und dann habe ich alle Systeme, die hier offroadmäßig eine Rolle spielen, aktiv. Wenn ich hier das Differential hinten, also sperre, dann ist auch automatisch das ESP ausgeschaltet. So, aber ich würde sagen, genug geredet, wir wollen mal losfahren. Und ich möchte euch das mal zeigen. Wir sind ja jetzt hier in dieser relativ humanen Strecke noch, hier im Waldgebiet. Und wir schauen mal, wie weit wir kommen, wenn wir nur den Hinterradantrieb reinlegen. Und habt ihr gesehen, wir haben hier Sechsgangschalter, also keine Automatik. Dafür haben wir ja auch noch die Untersetzung, damit die Kupplung nicht zu sehr leiden muss. So, jetzt ist hier schon Ende der Durchsage. Ich habe auch das ESP, was mich jetzt hier einbremst. Ich kann jetzt das ESP deaktivieren mit langem Druck hier auf die ESP-Off-Taste. Es wird aber nicht komplett deaktiviert. Das sehen wir nachher nochmal. Ja, also hier geht nichts mehr. Und zumal ist jetzt auch so ein Bereich, wo ich sage, jetzt würde die Kupplung gequält ohne Untersetzung. Ich kann die Untersetzung aber nur reinmachen im Vierrad. Also Untersetzung ist nur in einem Modi, nämlich Allrad, Center-Differential oder Mitteldifferential gesperrt. Dann bin ich in der Untersetzung. Und das ist im Prinzip jetzt auch das Mittel der Wahl. Beziehungsweise wir probieren das nochmal ohne Untersetzung hier mit normalem Permanentallrad. Also jetzt haben wir immer noch das Mitteldifferential offen. Und was ich vorhin nicht sagte, er visualisiert hier auch in der Mitte, das finde ich eigentlich ganz gut, dass das hier im Kombi-Instrument sichtbar ist und nicht verteilt auf die unterschiedlichen Tasten, sondern ich brauche einfach nur hier hingucken. Dann sehe ich, okay, hinten Heckantrieb, klar, die Vorderräder blinken jetzt. Ich muss den Gang einlegen, beziehungsweise einmal kuppeln, damit es aktiv ist und zugeschaltet wird. So, jetzt im Permanentallrad geht auch das. Ich muss dazu sagen, Permanentallrad mit offenen Differentialen ist ja so lange kein Problem, wenn die Räder alle Bodenkontakt haben, beziehungsweise alle relativ gleichmäßigen Grip. Und das ist jetzt hier ein homogener Untergrund, da ist es normal kein Problem. Was aber jetzt nicht so schön ist, muss man ehrlich sagen, ist, dass ich eben die Kupplung schon relativ stark strapaziert habe, weil ich eben ohne Untersetzung fahre. Und da muss ich dann jetzt hier Mitteldifferential sperren, was aber wiederum jetzt auch nicht dramatisch ist.
Denn wenn ich mit gesperrtem Mitteldifferential fahre, hier beim Permanentallrad, dann habe ich ja den Status, den ich bei einem Zuschaltallradler habe, sobald ich den Allrad aktiv habe, weil ein Zuschaltallrad hat ja kein Mitteldifferential. Dieser hat das, so, dann muss ich es aber auch sperren und das ist dann aber in dem Moment auch nicht für die Straßenfahrt geeignet, weil die Räder ja untereinander, Vorderachse, Hinterachse, läuft immer gleiche Umdrehung, so in den Kurven oder bei unterschiedlichen Schlupfverhältnissen, Abrollverhältnissen baut sich dann eben eine Spannung im Antriebsstrang auf und das geht auf die Reifen, das geht auch auf die ganzen Antriebswellen etc. Also nicht tun. So, und von daher ist es aber auch hier eigentlich logisch, dass ich mit der Untersetzung mit gesperrtem Mitteldifferential fahre, weil ich brauche nicht auf der Straße normalerweise eine Untersetzung. Wo es mir jetzt einfallen würde, wäre natürlich Anhängerbetrieb. Das haben wir ja gesehen. Und wenn ich jetzt anfahren am Berg mit Hänger, klar, dann sollte man die Untersetzung reinmachen. Aber das ist ja nur ein relativ kurzer Moment und kein Dauerbetrieb. Ne? Aber da sind wir ein bisschen eingeschränkt hier, aber nicht dramatisch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr ja mal kommentieren unter dem Video. So, weiter geht's. Jetzt hier mit Untersetzung. Gucken wir mal. Ich gebe leicht Gas. Erster Gang. Rund 1000 Umdrehungen. Mal gucken, wo man hinfährt, ein bisschen die Strecke lesen. Gerade wenn ich irgendwo eine Kuppe hochfahre, soll ich wissen, was dahinter los ist. Wir haben jetzt hier keine Bergabfahrhilfe elektronisch. Bei solchen Situationen ist das eigentlich auch jetzt nicht so ein Problem. Wenn es kritisch wird, ist so eine Bergabfahrhilfe gar nicht zu unterschätzen. Man denkt ja, das wäre so ein bisschen Spielerei, aber genau wie ein ESP, wie ein ABS arbeitet auch, kontrolliert eine Bergabfahrhilfe jedes einzelne Rad für sich, um das Fahrzeug in der Spur zu halten. Und das kannst du natürlich einfach mit Standgas nicht. Wichtig auch noch, wenn du bergab fährst, Offroad, ist, wenn es kritisch wird, Differentialsperre rein, weil sonst bleibt auch ein Rad stehen, ein Rad läuft frei. So, jetzt ganz interessant, ich fahre jetzt hier Standgas, das wird ja jetzt doch recht steil. Der regelt jetzt den Motor nach. Jetzt fällt die Drehzahl wieder. So, ich gehe nicht auf den Gas. Ich glaube, hier sieht man Fuß vom Gas. So. Jetzt regelt er ein bisschen nach. Also schon easy, ne? Das ging ja zum Beispiel mit den Automaten, die wir hatten, nicht. Weil die dann bei dem Moment in den Wandler reingingen. Jetzt fahre ich hier mal im zweiten Gang hoch mit der Untersetzung. Bisschen eng hier, bisschen aufpassen. Ja, was für mich jetzt hier nicht so ganz optimal ist im Gelände, ist das Lenkrad. Das kannst du nur hoch runter verstellen, aber nicht längs. Und das ist ein bisschen weit für mich weg, gerade wenn man jetzt hier umgreifen muss. Also wollen wir mal hier so ein bisschen quer, ein bisschen Verschränkung. Jetzt ist hier auch so ein bisschen der Rampenwinkel. Gucken, ob das ein bisschen ratscht oder ob das von der Freigängigkeit läuft. Ja, guck. Stoßstange meldet sich auch nicht. So, jetzt gebe ich ein bisschen Gas rein. Aber schön, ich kann wirklich auch ganz langsam, ohne Probleme. Jetzt habe ich mal eingelenkt, gehe wieder vom Gas. Jetzt kommt hier und jetzt kommt er nicht weiter. Jetzt hat er hier eine Verschränkung. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, packt er aber nicht, weil er jetzt hinten in die Verschränkung kommt. Klassischer Fall, natürlich könnte ich jetzt zurücksetzen, einfach hier geradeaus fahren, aber ich will jetzt auch ein bisschen mal das provozieren. So, was wäre der nächste Schritt?
Ich würde Sperrdifferenzial hinten anmachen. Und jetzt schauen wir mal, jetzt müsste er eigentlich drüber kommen. Wir probieren das. Ja. Genau das Ding. Deswegen, wenn du Offroad-Ambitionen hast beim Pickup, immer das Sperrdifferenzial. Das haben wir euch ja auch schon mal gezeigt. Beispielsweise der D-Max, der Isuzu, der hatte das ja nicht. Auch nicht als Option. Und da wäre jetzt in so einer Situation eben die Fahrt in der Regel zu Ende. So, also alles kein Problem hier für den Fullback. Ich denke, wir müssen mal in die Sandgrube. Ein bisschen Querdynamik fahren und noch mal gucken, ob es hier auch was gibt, was den Kollegen hier auffällt. Ja, jetzt haben wir hier mal einen Anstieg, den wir auch bei allen anderen Pickup-Tests hier Offroad gefahren sind. Sieht von außen auch gerade hier durch die Kamera gar nicht so spektakulär aus, ist aber recht steil und hat so ein bisschen tricky auch so Stufen, Verschränkungen drin. Das haben wir mit allen Pickups schon geschafft, allerdings teilweise auch nur mit Schwung. Deshalb versuchen wir jetzt mit Standgas oder sehr wenig Gas langsamer hochzukommen. Ich habe hier die Systeme drin. Ich habe Untersetzung, permanent Allrad, na klar. Und jetzt mache ich auch noch mal die Differentialsperre hinten rein. Und dann wollen wir mal schauen. So, ich merke jetzt auch hier, ich kann wirklich extrem langsam. Ich bin nicht am Gas, er regelt jetzt einfach das Gas von sich aus nach. So, und jetzt muss ich mal selber ein bisschen mit dem Gas arbeiten, komme aber nicht mehr weiter. So, hinten dreht es durch. Vorne allerdings habe ich das Problem, dass ein Rad steht. Ja, Problem ist, vorne das Rad, was so halb in der Luft hängt, das dreht, das andere Rad, was Grip hat, dreht nicht. Ich habe halt hier keine zusätzlichen Traktionssysteme, die auf der Vorderachse wie ein elektronisches Sperrdifferential regeln. Das würde mich wahrscheinlich jetzt hier weiterbringen, aber so ist die Fahrt zu Ende. Das heißt, ich muss jetzt mal das Ganze noch mit etwas Schwung versuchen. So, ratscht es jetzt? Ja, also ratscht. Alternativ probiere ich jetzt noch mal hier hochzukommen, auch mit ein bisschen Schwung, aber ohne Differentialsperre hinten. Mal gucken, ob ich da entsprechend weiterkomme und ich auch so weit komme. Ja, jetzt sieht man auch, also auch mit ein bisschen Schwung ohne Sperre hinten geht gar nichts. Versuche ich nochmal aus der Situation hier rauszukommen. Ich merke, der hängt auch hier hinten in der Luft. Klar, ich bin hier voll in der Verschränkung drin. Bleiben und dann ging das sogar. Ich habe das ja auch neulich erst mit der G-Klasse hier probiert, den gleichen Anstieg. Auch da alle Sperren drin. Der hat eben ja auch vorne noch eine mechanische Sperre. Dann war das gar kein Problem, auch hier mit wenig Gas hochzukommen. Aber selbst mit ein bisschen Schwung ohne Sperre keine Chance. So, und wenn ich jetzt ein Fahrzeug ohne Sperre hätte in so einer Situation, dann müsste ich noch mehr Schwung nehmen und das geht natürlich auch dann noch mehr aus Material, das willst du ja eigentlich nicht. Aber der Fullback hier hat im Gelände an sich eine gute Figur abgegeben. Jetzt wollen wir mal schauen, wie der Fullback hier so unterwegs ist, wenn man mal ein bisschen dynamischer es angehen lässt, ein bisschen mal quer. Wir sind hier im Permanentallrad
und wir haben hier die Sperrdifferenzial drin. Das sorgt dafür, dass hier auch alle Fahrassistenzsysteme, also ESP, wirklich komplett ausgeschaltet ist. Denn sonst würde uns das ESP wiederum einen Strich durch die Rechnung machen. So, zweiter Gang. Ich bin ja jetzt mit hier 181 PS unterwegs. Das macht schon Spaß. Zweiter Gang. Du hast da auch ein bisschen Reserve. So, und durch die Sperre hinten geht ja auch gut hier mit dem Heck rum. Man muss nur ein bisschen aufpassen, weil das natürlich hier schon teilweise auch mal ein bisschen hügelig ist und man will natürlich nicht noch im Bereich, wenn es schon sehr ordentlich quer geht, noch hier so eine Senke erwischen. Da haben die Reifen dann auch nicht so Spaß dran und ich eventuell auch nicht. So, jetzt stehe ich hier voll auf dem Gas. Klar, da fehlt ein bisschen. Wenn ich jetzt das mal mit dem Amarok vergleiche, fehlt einiges, aber du kannst schon ein bisschen Spaß kannst du haben. So, jetzt stehe ich voll auf dem Gas im Tiefsand. So ein bisschen unentspannt, weil das Lenkrad für mich nicht ganz passt. Ich muss zu weit nach vorne greifen. Aber ansonsten alles gut hier. Hier mit dem Motor mit 181 PS. Das ist so aus meiner Sicht die Untergrenze. Bin jetzt hier mit Allrad, Permanent Allrad unterwegs. Das ist natürlich ein Vorteil beim Fullback, dass er wirklich einer der wenigen Pickups im Prinzip ja mit dem Amarok eigentlich nur ein Permanent Allrad hat, den ich gerade im Hängerbetrieb ja mal ganz gut nutzen kann. Ich kann zwar auch hier rein als Hecktriebler unterwegs sein, wie gesagt, Vorderradantrieb kann ich auskuppeln, spart ungefähr einen halben Liter Sprit. Was beim Fullback im Anhängerbetrieb mit der Schaltung nicht so schön ist, nicht optimal ist aus meiner Sicht, ist die Abstufung gerade auf der Landstraße so generell. Mit dem Hänger darf ich natürlich eh nur 80 fahren. Und wenn ich jetzt auf der Landstraße bin, so zwischen 70, 80, dann ist der sechste Gang eigentlich zu lang. Das heißt, wenn ich ein bisschen runterkomme unter meine 80, so, jetzt hätte ich hier knapp 80, jetzt gehe ich aufs Gas, jetzt kommt gar nichts. So bei 13 Umdrehungen, da verhungert der. Und auch im fünften Gang kommt eigentlich nicht nennenswert Leistung. Das heißt, wenn ich im sechsten nicht weiterkomme, bin ich immer sehr schnell schon im vierten, muss dann schon viel schalten. Auf der Autobahn, so im LKW-Tempobereich, da komme ich normalerweise mit dem sechsten hin, solange keine Steigung ist. Jetzt habe ich hier vor uns eine Steigung. Ich habe 80, ich bleibe mal hier voll auf dem Gas. So, und dann geht er runter, das heißt vierten Gang, dann hält er so gerade jetzt Tempo 80 laut Tacho. Der Tacho hat eine Voreilung, die ist so um die 5 km/h.
Ja, Thema Autobahn ist auch Thema Verbrauch mit Hänger. Ich bin ja auch mit dem Bagger hinten mit 3,1 Tonnen unsere Verbrauchsrunde gefahren, bestehend aus Stadt, Landstraße und ein großes Stück Autobahn, insgesamt über 140 Kilometer. Interessant war, der Durchschnittsverbrauch, der mir im Tripcomputer angezeigt wurde, waren 13,4. Tatsächlich ausgelittert, wirklich bis zum Rand, voll vom Einfüllstutzen, vorher, nachher, hatte ich genau 12,4 Liter, was ja eigentlich ungewöhnlich ist. Oft ist das so, dass die Tripcomputer ein bisschen weniger anzeigen als den tatsächlichen Verbrauch. Das war hier nicht so. Der tatsächliche Verbrauch war geringer. Der Tripcomputer hier ist eh so ein bisschen merkwürdig, weil er teilweise auch total springt. Da würde ich mich also nicht drauf verlassen. Was ist mir noch aufgefallen beim Hänger? Gestern auch in der Dunkelheit gefahren. Klar, mit Hänger solltest du hier die Leuchtfaltenregulierung auch nutzen. Und man sieht zwar den Schalter beleuchtet für die Leuchtfeldregulierung, aber die Skalierung, also die Zahlen, die sind nicht beleuchtet, was ja für mich keinen Sinn macht, dass da gespart wird, weil dann hängst du wirklich im Dunkeln und weißt gar nicht, welche Stufe du jetzt da gewählt hast. Nicht so schön. Wie gesagt, schön wiederum ist der Permanentallrad, den du gerade bei Nässe oder wenn du Gebirge hast bzw. Steigung, da bist du einfach sicherer bzw. einfach auch ja, komfortabler mit unterwegs. Und ich bin ja auch mit dem großen Wohnwagen gefahren, also 9 Meter lang, 2 Tonnen schwer. Und da fiel mir Folgendes auf, dass der Wohnwagen bereits so ab 90, 95 schon das Pendeln anfing beim Überholen. Und ich habe dann erst nur mit Heckantrieb gefahren, dann habe ich den Allradantrieb zugeschaltet, den Permanentallrad, und siehe da, das Gespann war absolut durch. Also da merkst du, dass der natürlich wahrscheinlich auch relativ auf der einen Seite leicht auf der Hinterachse ist, auf der anderen Seite dann vorne keinen Zug hat im Antriebsstrang und dann eher sich so ein bisschen aufschaukeln lässt oder die Pendelneigung zunimmt. Auch ein Argument für ein Allrad, wobei ich bei meinem eigenen Auto kein Allrad habe und das Pendeln da kein Thema ist, obwohl der Wagen auch leichter ist. Das war auf jeden Fall interessant. Verbrauch mit dem großen Wohnwagen hatte ich so um die 16 Liter. So, dann beim Anhängerbetrieb für mich immer ganz wichtig, Tempomat auf der Autobahn, auf der Landstraße. Was hier störend ist, für mich nicht nachvollziehbar. Ich habe jetzt Tempomat aktiviert, so Tacho 80, so jetzt gehe ich auf Set und dann geht er immer runter, so um die 2 km/h, und erst dann nimmt er die Geschwindigkeit auf. Das hat natürlich nichts mit Hängerbetrieb, sondern generell mit dem Tempomat hier zu tun, ist ein bisschen nervig. Jetzt merkt man auch ein bisschen Straßenunebenheiten, dass er, an meiner Stimme merkt man es auch, dass er wirklich sehr hart gefedert ist. Dann wird hier immer ordentlich durchgeschaukelt. Wenn der Hänger dann auch ein bisschen vielleicht stuckert, dann merkst du das hier. Und noch als Tipp für die Wohnwagenfahrer unter euch, als ich mit Wohnwagen unterwegs war, 250 Breite, klar, da hast du hier Zusatzspiegel. Und das ist so ein kleiner Fail hier bei dem Auto, weil der hat ja in der Top-Ausstattung hier motorische Spiegel, also die klappen dann motorisch an. Und die Haltekraft der Spiegelgehäuse ist sehr gering. Das heißt, sobald ich Tacho 95, 100 fuhr, sind die Spiegel eingeklappt von dem Winddruck der zusätzlichen Außenspiegel. Habe ich so bei keinem anderen Auto bisher gehabt. Nervig, also nicht zu Ende gedacht. Merkst du natürlich nur, wenn du Caravan hast, dritter Zulassung und dann entsprechende zusätzliche Außenspiegel. Aber dafür mache ich das ja, damit man auch sowas mal merkt. Anhängelast, wie
ihr in den Fakten gelesen habt, 3,5 Tonnen sind zulässig gebremst. Ja, und 100er Zulassung vom Hänger, immer abhängig vom Gewicht des Zugfahrzeugs. Also die Formel ist, das Zugfahrzeug Leergewicht muss Minimum das zulässige Gesamtgewicht des Hängers sein. Also natürlich, wenn du hier so einen Kollegen auf dem Hänger hinten hast, dann müssten wir jetzt 3,1 Tonnen Leergewicht haben. Sonst gibt es keine 100er Zulassung. Sprich, das kannst du natürlich hier dann eigentlich vergessen. Wichtig für Wohnwagenfahrer unter euch, es gibt ja natürlich Wohnwagen, die aufgelastet sind, 2,5 Tonnen, gibt auch 2,8er. Aber es gibt natürlich Pickups noch, die leer auch die 2,5 Tonnen schaffen. Das ist natürlich dann ganz angenehm. Dieser ist natürlich für zu leicht. Und auch der Tipp an euch, wenn ihr einen Wagen habt und ihr seid knapp unter der Grenze, fahrt mal auf eine Waage und lasst ihn eventuell auflasten, weil oft oder meistens das Leergewicht niedriger als das tatsächliche Gewicht, weil insbesondere Sonderausstattung nicht mitgerechnet werden. So, ja, jetzt sind wir im Prinzip schon wieder am Ende unserer kleinen Anhängerfahrt. Wie gesagt, Verbrauch, Beschleunigung. Ich würde sagen, dieser Motor, wenn du jetzt einen Bagger hinten dran hast oder einen schweren Wohnwagen, kannst mit leben. Aber ich persönlich würde mir dann natürlich gerne noch mehr Leistung wünschen. Siehe zum Beispiel den V6 Amarok. Das ist eine andere Welt. Ich habe es ja letztens bei einem Pickup-Treffen wieder gehört. Die Leute waren begeistert vom Amarok, aber du musst ihn mal fahren, dass du dir das vorstellen kannst, den Unterschied. So, 0,80 im Fiat Fullback mit Allrad. Schlupfregelung haben wir aus, Klima haben wir aus, wir haben ein Allrad drin. Und dann legen wir los. Fiat Fullback im schweren Hängerbetrieb und Offroad. Ja, ihr habt gesehen, was kann er? Ich habe ja das Fahrzeug schon ausführlich getestet im Straßenbetrieb, dafür eben ja auch nochmal den Link eingeblendet. Also mein Eindruck, im Hängerbetrieb konnte er mich an sich überzeugen, vor allem eben dadurch, dass er den permanenten Allrad hat. Das ist ja wirklich ein Vorteil gegenüber vielen anderen Pickups. Im Prinzip ist er damit der Solitär im Pickup-Bereich mit dem Amarok, der als einziger eigentlich noch den permanenten Allrad mit dabei hat. Hier kann man ihn noch abschalten. Motorseitig sind wir hier an sich ausreichend unterwegs, auch im schweren Hängerbetrieb. Ich sag mal, du kreist damit noch keine Bäume aus, aber du kannst damit leben. Ja, ich hätte mir natürlich noch die Wandlerautomatik gewünscht, denn ich sag mal, wenn ich jetzt mir den kaufen würde im Hängerbetrieb, ich weiß nicht, ob ich mit der Schaltung so glücklich werden würde, weil die ja immerhin schon relativ beansprucht wird, die ganze Kupplung. Vorteil ist zwar, du hast hier eine Untersetzung, gerade wenn du mit einem schweren Hänger am Berg oder so rangierst, dann ist das sinnvoll, allerdings nur im Modus mit dem gesperrten Mitteldifferential. Aber um das mal zum Rangieren zu nutzen, denke ich, ist es in Ordnung. Überrascht hat mich der Fiat Fullback im Offroad-Betrieb. Da habe ich ihn ja auch ausführlich getestet, wie ihr gesehen habt. Und dieses ganze Package von Untersetzung, Sperrdifferential hinten und auch die guten ATs, die sind überall durchgekommen. Also da gab es nichts zu meckern. In diesem Sinne, schreibt mir mal eure Meinung hier zu dem Kollegen unter das Video in die Kommentare. Was haltet ihr vom Fullback oder auch vom L200? Habt ihr mal einen gefahren? Habt ihr vielleicht einen? Könnt ihr meine Ansicht teilen? Und wie immer gerne Daumen hoch, Abo dalassen. In diesem Sinne, bleibt mir treu. Bis demnächst.